So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht von einer schlechten Internetverbindung unterbrochen werden. Ich habe mich jetzt oben auf die Terrasse aufgebaut, in der Hoffnung, dass das Internetsignal dort ein bisschen besser ist. Hier im Caves ist mein Vodafone etwas schwach. Jetzt hoffe ich, dass wir aber trotzdem die Schalte machen können. So. Das ist jetzt echt ärgerlich, weil nirgendwo habe ich Probleme mit Vodafone. Nur interessanterweise jetzt hier. So, die Knöpfe gehen auch schon aus dem Ohr. So, ich weiß nicht, kann man dazwischen das Rote Meer sehen? Da gibt es den Durchgang vom Hauptpool dann zum Roten Meer. Jetzt geht wieder der Stöpsel raus. Oh, ich habe dieses blöde Flintstone-Kostüm an. Seht ihr das, ja? Ich habe mich da reingezwängt. Das ist wie eine Wurstpelle. Ton ist auch gut. Und wer nicht spurt, der kriegt einen mit der Keule. Wir sind heute hier bei den Flintstones im Caves Beach Resort. Das ist zwischen Hurghada und Elguna. Und ich habe mich hier oben am Teppanyaki Restaurant aufgebaut, wo man wunderbar japanisch essen kann. It's Chinese or it's Japanese? It's Japanese, huh? Japanisches Teppanyaki. Und nebendran ist das Barbecue Restaurant. Bam Bam. Ah, stimmt. The child's name is Bam Bam. But it does not fit in this hotel because you are adults only. So, Bam Bam, Bam Bam is like adults. So, because he has a lot of power. Herr Lambeck, schön, dass Sie auch mal einschalten. Schau mal, wir senden 10.33 Uhr live aus dem Caves Beach Resort im Flintstone Hotel. Und das Nomen est Omen ist hier, das zeigen wir nachher. Denn hier im Hintergrund sieht man, dass der Baustil tatsächlich höhlenähnlich vorgenommen worden ist. Und auch die Zimmer sind wirklich urgemütlich und riesig groß und auch wie so eine kleine Höhle eingerichtet. Ganz klasse. Und hier gibt es auch Swim-Up-Suiten, wo man von der Terrasse aus direkt in den Pool reingeht, in den Privatpool. Wir haben hier ein wunderschönes Zimmer im Rahmen des Packages für euch reserviert. Denn es gibt heute als Top-Deal des Tages 2 Wochen Ägypten, 1 Woche Nilkreuzfahrt, 1 Woche Verlängerung hier im Caves Beach Resort. Ein Eckpreis ab 555 Euro ist natürlich sensationell. Ich habe eben gerade mal nach Flügen geguckt im Oktober. Ich habe nichts unter 600 Euro bekommen hin und zurück. Und ihr könnt hier ab 555 Euro 2 Wochen All-Inclusive Urlaub machen. Und bei der Nilkreuzfahrt ist sogar noch das All-Inclusive Light dabei. Das heißt, von 18 Uhr bis 23 Uhr sind auf dem Schiff die Getränke auch noch inklusive. Und ich sage euch, da könnt ihr einen Haufen Geld sparen. Denn auf dem Schiff, wenn man da oben an Deck sitzt und so schön am Nil entlang schippert, dann trinkt man schon mal einen Cocktail oder ein Bier oder einen Wein mehr. Und da kann man richtig Geld sparen, wenn das von 18 bis 23 Uhr noch inklusive ist. Tagsüber, da müsst ihr eh vom Schiff, das werde ich auch nachher nochmal sagen, wenn wir live sind, das Ausflugspackage dazu zu buchen, ist ein Muss, wenn man auf dem Nil ist und noch nie dort war. Denn die Tempel sind einzigartig und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. So, ich glaube, die Internetverbindung hält hier. Ich habe mich extra nochmal umgestellt, weil bei dem ersten Punkt, wo wir waren, war die Internetverbindung etwas wackelig und dann hat das angefangen aufzuzeichnen. Und wenn wir gleich live im Fernsehen sind und wir fliegen einmal raus, dann sind wir draußen und das wäre schade, das hat das Hotel hier nicht verdient. Man sieht jetzt hier im Hintergrund von der Terrasse hier oben den Hauptpool. Dann geht es geradeaus weiter Richtung Meer. Genau zwischen den Zimmertrakten kann man das Rote Meer sehen und kann vorne auch den wunderschönen Strand genießen. Kurz vorm Strand gibt es natürlich auch die Snackbar, wo man mittags was essen kann, wenn man keine Lust hat, hier nach hinten zu laufen, ins Restaurant, am Buffet teilzunehmen. Aber kann ja jeder machen, wie er gerade lustig ist. Hier ist auf jeden Fall für jeden etwas geboten. Mein Tipp, versucht auf jeden Fall mal das japanische Teppanyaki-Restaurant hier oben. Das ist da, wo auch das Barbecue-Restaurant ist, die 2 à la carte-Restaurants hier. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist jedes Mal allein die Show, wie das Essen zubereitet ist, lohnt sich anzuschauen und zu genießen. So, ich mache jetzt mal Schluss. Ich denke, die rufen jetzt gleich an. Wir sind schon spät. Wir sehen uns auf Sonnenklar TV. Bis gleich.